Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen RB Leipzig. Trainer, dein Statement vor der Partie, bitte. Ja, wenn ich hier so auf die Statistik gucke, ihr wisst, ich lege da nicht so allzu großen Wert drauf, aber da gibt es natürlich einige, die mir sehr gut gefallen. Dann gibt es aber auch welche, die gefallen mir nicht so gut. Und ja, Spaß beiseite. Wir müssen am Samstag hier gegen Leipzig natürlich eine viel bessere Leistung auf den Platz bringen. Vor allen Dingen, was das Defensivverhalten anbelangt, als es das in der zweiten Halbzeit in Dortmund nicht gelungen ist. Dort ist es uns nicht gelungen, das müssen wir natürlich. Und wir werden uns was einfallen lassen. Und dann wird die Mannschaft über 90 Minuten unterstützt von unserem Publikum hier, von unseren eigenen Fans hier, von den 40.000, knapp 40.000 oder über 40.000, die kommen werden, die uns natürlich wieder helfen müssen und werden, wenn wir versuchen, den Leipzigern einen großen Kampf zu liefern. Ja, vielen Dank, Friedhelm. Dann bitte ich um eure Fragen. Sie haben jetzt gerade mit dem Blick auf die Statistik lachen müssen, weil Leipzig in den letzten Spielen mit 5 Partien immer mindestens 3 Tore erzielt hat. Warum mussten Sie da lachen? Ja, weil das eine außergewöhnlich gute Leistung ist und ich hoffe, dass das bei uns auf dem Platz hier am Samstag nicht der Fall sein wird. Ja, dass wir es schaffen, diese doch außergewöhnliche Offensive, die haben ja auch noch die meisten Tore überhaupt in der Bundesliga geschossen, dass wir die einigermaßen in den Griff kriegen. Dass wir sehr konzentriert spielen müssen, dass wir situativ uns besser verhalten, wie wir das im letzten Spiel gemacht haben, wie wir es aber auch schon oft gezeigt haben, auch im Hinspiel im letzten Jahr gegen die Leipziger, wo wir es richtig gut gemacht haben. Und da war die Mannschaft von Leipzig personell, glaube ich, nicht großartig anders auf dem Platz aufgestellt. Das müssen wir einfach hinkriegen. Wir müssen besser antizipieren, als wir das gemacht haben, um gewisse Situationen schon im Voraus zu erkennen. Und wir müssen vor allen Dingen auch weniger Ballverluste haben, die wir in einer Art und Weise, wie wir sie überhaupt noch nicht gehabt haben, seitdem ich hier bin, in Dortmund auf den Platz gebracht haben. Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das sind dann manchmal solche Spiele, wo die Beine dann immer schwerer werden, wo der Kopf immer leerer wird. Und das darf uns natürlich hier gegen Leipzig nicht passieren. Kannst du personell schon was sagen? Ist Marcel Sobotka jetzt wieder eine Option mit der Maske? Ja, heute war es schon wieder ein Stück weit besser. Wir gucken mal, wie es morgen ist, aber es ist mit Sicherheit eine Option, dass er wieder in den Kader kommt und auch für die Anfangsformation, keine Frage. Wie siehst du die gesamte Kritik ein bisschen an den Neuzugängen, die sich ja alle noch nicht so durchgesetzt haben, mit Ausnahme des Torwarts, der die Nummer 1 ist und vielleicht in der Abwehr. Aber ansonsten liegen sie alle ein bisschen noch hinter den Erwartungen. Ja, ich glaube, Erik Tommy hat ja auch die Erwartungen bisher auch noch ganz gut erfüllt. Und ja, aber auch das ist, ich habe es schon oft gesagt hier, auch das ist ein Stück weit nicht unbedingt Normalität, aber was passieren kann. Ja, das ist so. Sie waren in ihren Vereinen, haben sie andere Aufgaben gehabt, haben sie andere Nebenspieler gehabt, haben in der Liga gespielt, die nicht so stark ist wie die Bundesliga oder überhaupt noch nie in der Bundesliga gespielt. Und das passiert aber nicht nur Spielern bei uns, das ist auch bei anderen Vereinen so, dass Spieler, die neu dazukommen, dass die eben nicht vom ersten Tag oder in den ersten 3-4 Monaten sofort die Leistungen abrufen, die man von ihnen erhofft hat. Das ist, auch da muss ich immer wieder sagen, wir sind alles Menschen. Ne? Und bei dem einen dauert es ein bisschen länger und bei dem einen passiert das halt ein bisschen eher. Und auf der anderen Seite sind die spielen, die geben ihren Platz auch nicht so kampflos her. Ja, und von daher muss man einfach nach einer kompletten Saison kann man das eigentlich erst zu 100% beurteilen. Denkt ihr trotzdem denn in der Winterpause über irgendwelche Verpflichtungen nach? Ja, wir halten immer unsere Augen und unsere Ohren offen, aber auch das habe ich immer häufiger gesagt, im Winter jemanden zu verpflichten, der sofort dann der Mannschaft möglicherweise weiterhilft, ist ja noch schwerer als im Sommer. Die absoluten Top-Spieler, sage ich jetzt mal, die kriegen wir eh nicht.
Ja, und Spieler, die ein gewisses Entwicklungspotenzial haben oder die aufgrund von irgendwelchen Umständen vielleicht jetzt nicht gerade Stammspieler in ihren Vereinen sind, aber schon nachgewiesen haben, dass sie in Deutschland wissen, wo das Tor steht oder wissen, wie das eine oder andere verteidigt wird, die gibt es möglicherweise und da schauen wir, was wir da vielleicht machen können. Wie sieht es denn mit Zach Steffen aus? Ich habe gelesen, er musste das Training vorzeitig abbrechen. Ja, der ist vor Ende des Trainings ist er reingegangen, ne, um sich behandeln zu lassen. Und heute hat er wieder 90 Minuten trainiert oder 75 haben wir trainiert und der wird spielen. Das habe ich aber gestern auch schon gesagt. Das ist nicht schlimm und der wird am Samstag spielen. Sie der Kritik zustimmen, dass die Auftritte gegen Bayern und Dortmund nicht leidenschaftlich genug waren? Oder ist das schwierig gegen solche Mannschaften? Nee. Also Leidenschaft spreche ich der Mannschaft niemals ab, weil ich kenne meine Spieler. Das sieht vielleicht manchmal von draußen so aus, wenn man in der Tat einfach unterlegen ist. Und da muss man die Überlegenheit bei aller Kritik, die auch berechtigt war, auch von mir an meiner Mannschaft, muss man auch die Leistung der beiden Mannschaften, die gegen uns hoch gewonnen haben, anerkennen. Bayern hat gegen uns nach einigen schlechten Spielen das beste Spiel gemacht. Und die Dortmunder, so wie man hört, war es auch das beste Saisonspiel. Der Brandt hat so gut gespielt, wie es in dieser Saison noch nicht war. Der Reus hat wieder gespielt, wie es in den letzten Wochen nicht war. Und da hat Lucien ja auch das Richtige gesagt, auch das, die können nicht immer am Limit ihrer Leistung auf den Platz bringen. Gegen uns haben sie es geschafft. Ne? Und da kannst du versuchen, gegen anzukämpfen, aber Leidenschaft würde ich meinen Spielern niemals absprechen. Normalerweise spielen solche Leute ja so gut, wie das der Gegner zulässt. Fortuna hat es relativ gut zugelassen. Wie stellen Sie sich vor, dass die Mannschaft besser in die Zweikämpfe kommt und besser den Gegner stellen kann gegen Leipzig, als es ja, ich habe es ja eben gesagt, wir müssen aufmerksamer, wacher sein auf dem Platz. Wir müssen schon mal in der einen oder anderen Situation besser antizipieren oder die Situation besser erkennen. Es gab ja das dritte Tor durch Reus, da stehen wir mit 5 Mann bei einem Gegenspieler, bei Reus. Und da muss ich selber mehr die Verantwortung übernehmen und sagen, boah, die Situation will ich jetzt bereinigen. Hier will ich in erster Linie das Tor unbedingt verhindern. Das hat vielleicht gefehlt. Dass ich da eben zu spät oder mich vielleicht auf meinen Mitspieler verlassen habe und so weiter, weil 4 Mann drumherum standen. Aber drumherum stehen reicht eben nicht. Ich muss auch eingreifen. Und das haben wir, das hat Dortmund dann eben auch sehr, sehr gut ausgenutzt. Bei läuferischen Leistungen liegt es ja eigentlich nicht, oder? Nein, Dortmund, das ist ja auch immer eine Statistik, die ja einfach nicht stimmt. Dortmund ist laut Statistik, Kicker und so weiter, ich glaube, 3,5 oder 4 Kilometer mehr gelaufen als wir. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Die sind deswegen so viel gelaufen, weil die so viele Tore geschossen haben. Allein vom Jubeln her. Ja, da lachen wir drüber, das ist so. Nur wenn der Ball im Spiel war, sind die 300 Meter mehr gelaufen als wir. 300 Meter. Ja, ihr müsst euch das ja mal ausrechnen. Die beiden Innenverteidiger, die laufen zum Jubeln bis an die andere Auslinie. Das sind alleine 160 Meter. Hin und zurück. Das mal 2 sind 320. Und dann rechnen das mal hoch bei 5 Toren. Und bei den anderen Spielern auch. Da habt ihr euch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich lange Zeit auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist so. Aber das ist so. Das ist so. Es kommt ja noch was hinzu, Friedhelm. Wenn du dich viel in der eigenen Hälfte aufhältst, sind die Wege auch nicht so lang. Das auch, ja. Wenn der Gegner fühlt. Aber da sind sie nur 300 oder 400 Meter weiter gelaufen. Ne? Oder mehr gelaufen. Ne? Das haben wir, du kriegst ja alles an Statistiken und so weiter. Das ist in der Tat so. Ne? Und wir, da kommt bei uns noch dazu, das war im letzten Jahr vielleicht ein bisschen anders, dass wir mehr dann noch gelaufen sind als sie, dass wir zu wenig Umschaltmomente gehabt haben. Wenn du Umschaltmomente hast, musst du ja auch wiederum sehr viel laufen, um nach vorne zu kommen. Und das hat jetzt nicht funktioniert, weil wir fast jeden Ball verloren haben.
Auch das sind Dinge, die man immer bei aller Statistik, bei allen Dingen immer mit in die Bewertung einfließen lassen muss. Dann sieht das schon wieder ganz, sieht das alles ganz anders aus. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, was Viererkette und Dreierkette ausmacht. Sie sehen da keine großen Unterschiede im Spiel gegen solche Gegner? Ja, mit Dreierkette bist du im Zentrum natürlich ein bisschen präsenter. Da hast du drei anstatt zwei. Ja, und Viererkette hast du natürlich dann im Zentrum einen weniger. Und, aber wir haben ja auch schon gegen andere Mannschaften, wenn ich hier gegen Dortmund, gegen FC Köln denke, da haben wir ja geführt und haben wir auch auf Dreierkette umgestellt. Da ist André Hoffmann ja reingekommen, um der Abwehr da noch ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob wir schon 2-0 geführt haben oder 1-0, das weiß ich jetzt nicht mehr, wann ich den Wechsel vorgenommen habe. Aber das hat ja dann dazu geführt, dass der FC dann auch keine Torschance mehr gehabt hat und wir die Spiele eben 2-0 gewonnen haben. Das hängt vom Gegner, das hängt von der Taktik ab. Und da sind wir ja, wie gesagt, sind wir sehr flexibel. Also wenn der Gegner mit drei Spitzen spielt, ist es eher nicht so sinnvoll, oder? Ja, doch, keine Ahnung, wenn die Abstimmung gut ist, aber ich mache es, wenn der Gegner mit einer Spitze ist, in der Regel nicht so gerne. Ne? Da brauche ich im Zentrum eigentlich nur zwei. Wobei man das nicht ausschließen kann und man das auch gut spielen kann, wenn man mit einer Dreierkette spielt. Dann ist es im Mittelfeld halt ein bisschen anders aufgeteilt, auf dem Flügel ein bisschen anders aufgeteilt. Ja? Aber das hat bei uns ja in der Regel eigentlich auch immer ganz ordentlich funktioniert. Ich habe noch einmal personell nach, weil das gestern bei euch auch stand auf der Website. Arjan, Leicht und Bartok auch noch leicht angeschlagen? Oder? Nee, die sind voll einsatzfähig. Voll einsatzfähig. Voll einsatzfähig. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz was zum gegnerischen Stürmern sagen, wie Sie die einschätzen. Die haben ja eine große Auswahl, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube, da liege ich mit meiner Meinung nicht alleine da, oder stehe mit meiner Meinung nicht alleine da. Das sind absolute Top-Stürmer. Ja, das ist mit Timo Werner, haben wir den, ja, der ist im Moment auch in einer Verfassung. Da macht es einfach Freude, ihm Fußball spielen zu sehen. Ich hoffe nicht am Samstag. Ja, das meinte ich damit. Wenn du die am Bildschirm siehst, wie der sich bewegt, wie die spielen, Paulsen, ja, Forsberg, der wieder in exzellenter Verfassung ist, ja, der im letzten Jahr auch von Verletzungen heimgesucht worden ist und dann nicht vielleicht die Leistung abgerufen hat aufgrund mangelnder Spielpraxis. Aber jetzt wieder ein absoluter Top-Spieler bei Leipzig. Er ist ein Leistungsträger, ja, der ist ein wahnsinnig guter Fußballspieler. Ja, aber auch die anderen, Sabitzer, wie der sich immer wieder einbringt, Demme, ja, der schon ganz, ganz lange da ist. Ich meine, die haben ja auch Spieler, die haben auch dritte Liga gespielt. Ja, Paulsen kann ich nicht daran erinnern, ne? Der war, glaube ich, schon in der dritten Liga da. Demme, der war schon in der dritten Liga da. Ja, oder in der zweiten Liga. Forsberg hat, glaube ich, auch schon zweite. Also die haben viele Spieler, wie die sich dann eben auch dementsprechend entwickelt haben. Ja, das ist schon toll. Wie dort gearbeitet wird in Leipzig, ist ja immer noch das große, große Verdienst von Ralf Rangnick ist. Ja, das wird auch nicht vergessen. Das zeigt man ja, sagt man ja auch immer wieder. Aber Julian setzt das jetzt mit Markus Krösche eindrucksvoll fort. Das muss man einfach sagen. Die machen einen super Job da. Und für mich ist das absolut der Top-Kandidat nach Bayern München auf die deutsche Meisterschaft. Punkt 4 steht was dir vielleicht nicht so gut gefällt, ist der jüngste Trainer und der älteste aufeinandertreffen. Wie würdest du euch jetzt beschreiben, wie der Nagelsmann und ich, was sind die Gemeinsamkeiten, die größten Unterschiede? Boah, ich kenne Julian ja nicht so gut. Ich weiß es nicht, aber mich stört das nicht, dass er der Jüngste und ich der Älteste bin. Das stört mich nur wahrlich nicht. Ne? Und Julian hat noch einen
einen Weg vor sich, der mit Sicherheit nicht so lange gehen wird, wie ich ihn gegangen bin. Das hat er ja selber schon mal gesagt, ne, dass er nicht glaubt, dass er noch 20 oder 25 Jahre Bundesliga-Trainer ist. Das ist in der heutigen Zeit auch wesentlich schwieriger, ne, weil alles hektischer, schneller ist und so weiter. Aber ich glaube, dass er eben auch sehr impulsiv ist, dass er in der Lage ist, Menschen zu führen. Ja, dass er eine klare Spielphilosophie hat, die er jetzt mit den Spielern auch wirklich 1:1 perfekt umsetzt. Das muss man sagen. Also auch da in der Kürze der Zeit sich mit diesen Top-Spielern eben so auch auf dem Platz zu präsentieren, dafür muss man schon sehr, sehr gut sein. Und Julian ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe, und das ist ja das Positive hier an der Statistik, wir haben zwar erst zweimal gegeneinander gespielt, aber ich habe noch nicht verloren gegen Julia. Und ich hoffe, ich weiß, dass es schwer wird am Samstag, ich hoffe, dass diese Serie, dass die ein Stück weit noch Bestand hat. Wir waren jetzt gerade schon beim Alter, Sie hatten diese Woche Geburtstag, 66 Jahre sind Sie geworden. Haben Sie da eine Schallplatte von Udo Jürgens geschenkt bekommen? Nee, aber ich bin 100.000 Mal darauf angesprochen. Da haben Sie schon recht. Ja. Also jeder. Bitte? Die hattest du auch schon. Ja, jetzt nicht mehr, aber damit bin ich ja groß geworden mit Udo Jürgens und mit den Liedern von Udo Jürgens. Das können die Jungs sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja, hat sich ja ganz in eine andere Richtung entwickelt. Aber wirklich jeder weiß ja auch, ne, jetzt fängt das Leben erst an und dann Udo Jürgens und so weiter. Also geschenkt habe ich die nicht bekommen, aber mindestens jeder Zweite hat mich da auch angesprochen. Aber ist auch gut so. Okay, die Platte gab es nicht, aber das Topspiel gibt es ja jetzt am Wochenende. Das Topspiel, ja. Wie finden Sie denn den Stempel Topspiel? Ja, der trifft ja nicht immer zu. Ne, der trifft natürlich auf Leipzig zu. Ja, die sind in einer Top-Verfassung, also Top-Mannschaft. Und wir sind im Moment nicht in der allerbesten Verfassung, aber wir sind auch eine gute Mannschaft. Und da man das ja, ich weiß nicht genau, wie lange man das vorher, 4, 5, 6 Wochen vorher festlegen muss, hat man da wohl in erster Linie an Leipzig gedacht. Und das natürlich auch zu Recht. Aber wir wollen dazu beitragen, dass es ein Topspiel wird. Weitere Fragen? Trainer hat es ja schon vorweggenommen. Wir haben knapp 40.000 Karten verkauft, also 38 glaube ich, und erwarten ungefähr 40 und davon ungefähr 800 Gästefans. Danke fürs Kommen und bis Samstagabend.